Herzlich willkommen zu dem Kurs HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten beim letzten Mal angefangen uns anzuschauen, wie man Schrift verändern kann und Schrifttyp und Schriftgröße verändert. Und diesmal möchte ich euch zeigen, wie man den, Schriftstil, kann man nicht so richtig sagen. Es geht eben um das kursive Darstellung und dann aber auch möchte ich euch zeigen, wie man die Buchstabendarstellung verändern kann. Das sind zwei relativ kleine und recht harmlose Sachen. So, wir gehen gleich mal hier wieder in unseren Style-Tag hinein, in das Style-Element oben im Kopf drin. Und ja, damit wir jetzt nicht zu viel Durcheinander haben, können wir machen. So, der Font Style, so, den kann ich verändern. Der ist normalerweise auf Normal gesetzt, so, und manchmal ist das auch nützlich, den wieder zurückzusetzen, wenn man solche Vererbungen hat oder Container in Containern hat. So kompliziert wollen wir das jetzt gar nicht haben. So, ganz häufig gebraucht man das Wort Italic. So, und damit setzt man das eben so kursiv, was man eben ganz normal macht. So, und wozu viele Menschen eben auch diesen E-Tag benutzen. Ich schreibe den euch mal dahinter, so diesen Tag. Ne? So, aber da sollte man, wenn man einfach nur etwas kursiv setzen will und das keine besondere Bedeutung hat, eben tatsächlich mit dem Stilelement Font Style Doppelpunkt Italic Semikolon arbeiten. So. Und wie das Ganze aussieht, das werdet ihr euch denken können. So sieht das Ganze aus. Dann gibt es noch den hier den Wert Oblique. Der wird so geschrieben. Und wie ihr seht, macht der nicht viel. Oblique ist eben auch eine Schrägstellung und die Schriften sind meistens dafür gar nicht ausgelegt, um das darzustellen. Ne? Deshalb also Italic ist so das Wichtige. Es gibt eine vierte Möglichkeit, den Wert zu setzen, und das ist der Wert Inherit, das heißt Vererbten, das heißt, der übernimmt den Stil von der darüberliegenden Block. So, und wenn der zum Beispiel Italic wäre, dann wäre eben hier der Font-Stil auch Italic. Das ist eine Sache, da werden wir später auch nochmal drauf kommen. So, das ist das eine, was ich euch zeigen wollte, also Font-Stil normal oder Italic setzen, das könnt ihr damit machen. Und das andere ist der Befehl Font-Variant. Ein Doppelpunkt, der ist normalerweise. Also ich setze das hier auch mal Font Style auch mal auf normal. Normalerweise ist der normal. Deshalb heißt es ja auch normal. So, den kann ich jetzt zum Beispiel setzen mit, oder kann ich abändern mit Small Caps. Und so, und damit setze ich Kapitälchen. Und so sieht das mit Kapitälchen aus. Ne? Das ist schön für bestimmte Überschriften oder um zum Beispiel irgendein bestimmtes Wort in einem Paragraphen besonders zu markieren. Ja, das wäre eine der Möglichkeiten. Gut, okay, das ist es für diesmal gewesen. Es musste was Kleines sein, weil nächstes Mal gibt es wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Aber diese Sachen sind eben auch wichtig und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schauen uns noch ein paar weitere Sachen für den für das Schriftendarstellung an. Bis dahin.